In der Aussperraffäre ist massive Kritik an SPD-Fraktionschef Steinmeier laut geworden. Steinmeier sei der größte Heuchler in der ganzen Spionageaffäre, sagte die Linksparteivorsitzende Kipping der Mitteldeutschen Zeitung. Nach und nach komme heraus, dass Rot-Grün dem amerikanischen Geheimdienst alle Türen geöffnet habe, um an Daten aus Deutschland zu kommen. Die Bundesregierung hatte gestern erklärt, Steinmeier habe 2002 die Zusammenarbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA abgesegnet. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF äußerte sich dazu SPD-Generalsekretärin Nahles. Wir haben selbstverständlich nichts dagegen, dass Geheimdienste auch miteinander kooperieren. Das ist ihre Aufgabe. Genau das ist die Grundlage dieser Verabredung von damals. Aber PRISM und diese Abspäh- und Aushorchaktion millionenfach, die ist überhaupt damals gar nicht technisch möglich gewesen. Das Programm PRISM zum Beispiel gibt es erst seit 2007. Die Verantwortung liegt bei der jetzigen Bundesregierung, bei der Bundeskanzlerin, bei ihrem Kanzleramtschef. Und das ist ein ganz billiger Ablenkungsversuch. Und da haben wir gar kein Problem mit als SPD, weil es sich um eine völlig andere Sache handelt. Und ich kann nur dazu auffordern, dass jetzt mal zur Sache gesprochen wird und aufgeklärt wird, und zwar von der jetzigen Bundesregierung.